say you feel relieved. Stay away from your own family. But years from now, if you could make them bow, you can leave the world and feel like you've achieved the things you hope to do. But honestly, I don't feel ordinary, 'cause I haven't been at home in a while. Tell them that it's only temporary. I'm trying my best to smile, but that's never enough. Man spürt die Spannung hier im Stadion, liebe Zuschauer. Gleich geht's los. Mein Name ist Wolf Fuß. Und mein Name ist Frank Buschmann. Das gewohnte Team auch heute wieder für Sie am Mikrofon. Wir versprechen uns viel von dieser Begegnung, Buschi. Real gegen die Bayern. Und wenn das Spiel diese Erwartungen auch noch erfüllt, dann werden wir noch lange von diesem Spiel sprechen. Das Ding hat das Zeug zum Klassiker. Das sind zwei der größten, der erfolgreichsten Vereine der Welt. Und das im direkten Duell, das gibt's ja nicht jeden Tag. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. 6 Tore sind ihm bisher gelungen, da ist keiner in der Liga besser. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, 3 Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. So gehen es die Bayern also heute an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Wer das Estadio Santiago Bernabéu noch in seiner alten Form besuchen möchte, der sollte sich beeilen, Buschi. Ja, die Umbaupläne sind mittlerweile bekannt. Eine neue Fassade, die das Stadion komplett umschließt. 90.000 Plätze und ein schließbares Dach, das nur ein paar Eckpunkte des neuen Fußballtempels für die Königlichen. Edwin Grotas ist der Schiedsrichter dieser Partie. Es geht los, die Münchner eröffnen die Partie. Ribéry leitet den Angriff ein. Boateng. Kimmich. Coman. Jetzt Müller. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Wird das eine Torchance? Die Chance zur Führung. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Schauen wir noch mal drauf. Auf den Treffer vom FC Bayern. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Klasse Tor hier von Ihnen. Da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschluss als, Wolf, fast noch wichtiger bei der Hereingabe. Jetzt liegen die Bayern vorne. Jetzt Ronaldo am Ball. Sergio Ramos jetzt. Nun Varane. Groß. Jetzt haben sie den Ball verloren. Hummels.
Thiago. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Boateng am Ball. Und den Ball hat er sich geholt. Real jetzt am Ball, es gibt Einwurf. Für Ribéry geht es nicht weiter, es muss gewechselt werden. Cristiano Ronaldo. Vidal. Thiago jetzt. Rodriguez. Und Thiago. Die Bayern im Vorwärtsgang. Lewandowski! Fällt das Tor doch noch. Hummels. Koeman. Jetzt Robert Lewandowski. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Modric. Und Bale wird hier unterstützt. Die Flanke bleibt hängen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und nun Bale. Und da ist der Ball wieder weg. Die Defensive steht. Koeman. Das könnte die Chance werden. Casemiro. Toni Kroos. Benzema. Modric. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt Müller. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Benzema. Bale. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Und jetzt vielleicht über James. Freistoß. Und wenn er Pech hat, fliegt er jetzt vom Platz. Koeman. Koeman. Der wäre gut James Rodriguez. Und er pfeift abseits. Bale. Mit Wales wird Gareth Bale nie die ganz großen Erfolge feiern können. Also die, die er im Verein beispielsweise erleben darf. Aber er hat sich bewusst für den Waliser Weg entschieden, Buschi. Ja, hätte auch für England spielen können, aber so schildert er das zumindest. Die Three Lions haben... Geht er rein! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Verdienter Treffer hier für Sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel. Das stimmt vollkommen, Wolf. Wer sich die Chancen so erarbeitet, der macht einfach seine Tore, ist doch klar. Ach, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus am Spielfeldrand. Das ist ja Frust pur, aber bei dem Spielstand auch kein Wunder.
Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jetzt Sergio Ramos. Gutes Zuspiel für Ronaldo. Benzema. Da setzt er sich gut durch. Ballverlust. Vorteil für den FC Bayern. Es gibt Freistoß gegen Real. Alaba. Und James. Thiago jetzt. Und Müller. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und damit sind sie am Ball. Thomas Müller in seiner gewohnten Art, ganz energisch. Jetzt der Schuss. Thomas Müller. Trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das dürfte eine ziemliche Kabinenpredigt geben. Da dürfen sich die Spieler auf einiges einstellen. Wir sehen ja, er brodelt. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Modric am Ball. Sergio Ramos am Ball. Und da gibt der Freistoß für Real. Nun Marcelo am Ball. Ball bei Cristiano Ronaldo. Da will er auf Außen spielen, aber der Gegner geht dazwischen. Und der Block hier von Boateng. Marcelo. Casemiro. Cristiano Ronaldo. Das war einfach. Und er hat den Ball. Die Bayern über die Seite jetzt. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nun Benzema. Kimmich. Thiago. Thiago jetzt. Super dazwischen gegangen. Und da verlieren sie den Ball. Und Ronaldo. Cristiano Ronaldo ist ja nicht nur mit dem... Super Pass von Kroos. Ronaldo zieht ab. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Ecke wird kurz ausgeführt. Gute Aktion von Thomas Müller. Nun Lewandowski. Jetzt Carvajal. Thiago. Das könnte gefährlich werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Foul und Freistoß gegen die Bayern. Sergio Ramos jetzt. Benzema. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt Benzema.
Nun Kroos. Weg ist der Ball. Er bekommt die Unterstützung. Luka Modric. Casemiro. Und Kroos. Ronaldo. Gute Aktion. Schönes Tackling und den Ball erobert. Da wäre Platz für den Konter. Lewandowski. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Modric. Das könnte die Chance werden. Groß am Ball. Bale. Casemiro. Ein guter Doppelpass. Karim Benzema. Schießt er ihn rein. Wichtig, den Ball hat er sicher. James Rodriguez. Lewandowski jetzt. Abgefangen, gut gemacht. Und jetzt Thomas Müller in der Offensive. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. So kommt der Ball dann nicht durch. Gut von den Spielern in der Mauer. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Es geht noch weit. Der Ball wurde gut weggefaustet. Und Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Steilpass. Karim Benzema jetzt. Fängt diesen Ball ab. Macht er ihn! Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. Carvajal. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3:0. Wie findest du die Leistung von Thomas Müller bisher? Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Nur Müller. James Rodriguez. Defensiv machen sie es gut. Marcelo. Groß. Und jetzt die Real. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Und jetzt Müller. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Coman. Und Thiago. Nun Lewandowski. Ball bei Marcelo. Benzema. Nun Carvajal am Ball.
Modric am Ball. Und jetzt Bale über den Flügel. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Benzema. Und jetzt ein Schuss. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zum... Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Das macht er klasse mit dem Kopf. Das nenne ich mal gutes Timing. Er springt im richtigen Moment hoch und kann den Ball daher ordentlich Tempo mitgeben. Ein tolles Kopfballtor. Schulmäßig. Ein super Kopfball. Tolles Tor. Buschi. Ja, da zeigt er, was er kann, Wolf. Gutes Timing. Klasse gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Eins heißt es also jetzt. Lewandowski jetzt am Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Tolles Spiel von Lewandowski, er ist kaum zu halten. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Kimmich führt aus. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nun Ronaldo. Das ist schon was ganz Besonderes. Cristiano Ronaldo beim Spielen zusehen zu dürfen, oder Buschi? Ja, ein absoluter Ausnahmespieler. Natürlich zelebriert der Kerl auch immer seine Auftritte. Ich sage nur, Freistoß Real Ronaldo. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Den Ball hat er. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Groß. Ronaldo. Da geht er dazwischen. Thiago. Thomas Müller. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse Technik. Casemiro. Jetzt Carvajal. Modric. Bale. Jetzt Carvajal. Da kommt der Schuss. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und Müller. Ja, mit viel Übersicht. Flanke auf Müller. Chance lebt noch. Und Vidal. Und jetzt Lewandowski. Ball kommt zu Müller. Müller, das muss es doch sein. Da ist er drin, ein tolles Tor. Wieder ein schönes Tor von Thomas Müller. Drei Tore hat er jetzt schon. Einfach klasse. Tor Nummer 3. Klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Nun Ramos am Ball. Modric. Und Ramos. Er nimmt ihm den Ball ab.
Klasse Aktion, Lewandowski. Die Riesenchance von Müller. Und das ist der Ballverlust. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ballverlust. Und Real am Ball. Könnte was werden. Benzema am Ball. Toni Kroos mit Zug zum Tor. Gutes Tackling hier. Thiago. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt Benzema. Und jetzt die Real. Jetzt Ronaldo am Ball. Da kommt er nicht vorbei. Er verliert den Ball. Super dazwischen gegangen. Jetzt Kroos. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt Benzema. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Er bekommt Hilfe. Bale. Bale mit der Riesenchance. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion war zu ungefährlich. Coman. Thomas Müller. James Rodriguez. James macht er den rein. Das ist eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges. Der Ball geht weit vorbei. Viel zu überhastet. Real Madrid wird wechseln. Und Thiago. Thiago. Das könnte die Chance werden. Müller, klasse. Jetzt vielleicht. Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ah, war knapp. Nun Marcelo am Ball. Cristiano Ronaldo. Jetzt Marcelo. Und Müller. Vidal. Die Defensive steht. Oh, das Spiel geht weiter. Vorteil hier für Real. Und Kroos. Die Fahne geht hoch. Ronaldo im Abseits. Wir versuchen hier nochmal was anderes. Toni Kroos verlässt das Feld. Kimmich. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt warten hier beide Teams auf den Abpfiff. Das war eine einseitige Partie und wir sehen einen verdienten Sieger. Schöner Pass von Benzema. Marcelo muss es machen. Und Marcelo. Nicht einfach bei diesem Spielstand, aber sie machen weiter mit und versuchen noch zu einem Torerfolg zu kommen.
Rodriguez. Weg ist der Ball. Gute Aktion. Bale jetzt, könnte gefährlich werden. Er schießt. Jetzt zeigen sie immerhin Charakter und versuchen zumindest wieder etwas ranzukommen. Da muss der Trainer nun an sein Team denken. Er nimmt den vorbelasteten Spieler runter, damit sie nicht auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Und jetzt Vidal. Könnte gefährlich werden. Müller am Ball. Modric. Lucas Vázquez. Benzema jetzt am Ball. Abgefangen, gut gemacht. Und Robben. Vidal. Absolute Stille im Stadion. Also mit so einem Auftritt der Mannschaft haben die wenigsten gerechnet, ganz offensichtlich. Und dabei war die Euphorie vorher riesengroß. Davon ist nichts übrig geblieben. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und damit sind sie am Ball. Bale mit Zug zum Tor. Lewandowski. Da kann er ihn stoppen. Sergio Ramos am Ball. Jetzt Marcelo. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Jetzt Benzema. Real jetzt Kovacic. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Gut den Ball verteidigt. Jetzt Vidal. Und Ramos. Das war's. Der Unparteiische pfeift diese Partie ab. Was mich interessieren würde, wie hast du Thomas Müller heute gesehen? Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. In diesem Spiel war mehr drin als in einem üblichen Freundschaftsspiel. Gut so, sie haben richtig geackert, sie haben Gas gegeben, sich nichts geschenkt. Und das ist ja dann auch schön für die Zuschauer. Richter